Ich glaube, infrastrukturtechnisch sind wir durch, oder? Das heißt, schließen wir das Closing einfach direkt an? Ich glaube, wir brauchen dazwischen noch eine kurze Pause, aber wir sehen uns sicher gleich. Na, dann halt nicht. Wir brauchen richtig keine geil. Pausen, wir machen 36 Stunden durch. Ja, war, jetzt red halt. War geil, oder? Also ihr habt's. Danke nochmal an alle, die Dinge gemacht haben. Ja? Egal, ob jetzt irgendwie organisiert in einem OC, in der Orga, als Engel oder einfach nur spaßhalber. Oh, schau mal, es wäre eigentlich ganz cool, dass wir Bottle Drop Points haben. Machen wir mal. Vor allem auch danke an die ganzen Menschen, die richtig viel Hardware hergekarrt haben. Richtig geil. Mein Kurzzeitgedächtnis schlagt schon wieder an, ich weiß nicht mehr, was auf den Folien steht. Richtig geil. Ich habe einen Ohrwurm. Aber was wir vorher gesagt haben, coolste Moment auf der Easter Hack. Was war dein coolster Moment? Meiner. Beim Aufbau, ich glaube irgendwie Tag 0, Tag minus 1, Tag minus 2, irgendwie so herum. Wir hatten im Hackcenter quasi Tische, wir hatten dann irgendwann auch Verkabelung, aber irgendwie war halt eine Uni. Und irgendwie haben wir es zusammengebracht, das ganze Hackcenter zu beleuchten. Richtig geil. Dankeschön. Und dein Moment? Für mich war es der Wulpertinger. Also die vielleicht haben es manche nicht mitbekommen, es hat dieses Federated 3D Printed Art Object gegeben vom Ripper, wo er und der Luther eine Website aufgesetzt haben und da sind irgendwie 111 Teile zum Drucken da gewesen und niemand hat so richtig gewusst, was zum Schluss rauskommt, außer halt Luther, Ripper und ich. Vielleicht noch zu den Materialien. Ich meine, das war nicht nur irgendwie PLA, glaube ich, macht man da. Da kam auch irgendwie Titan dazu. Irgendjemand hat Flexdruck gemacht? Ging sich das mit Holz aus? Ich weiß nicht. Wir hatten auf Twitter eine Anfrage, dass jemand auch ein Stück in Holz machen möchte. Nein, es ging sich nicht aus, sehe ich gerade. Ich glaube, am weitesten herangereist ist ein Teil aus Griechenland, das mit der Post gekommen ist, von jemandem, der nicht einmal gewusst hat, wofür er das Ganze druckt. Es war nicht das Wok. Oh. Es war nicht das Wok. Ich meine, wenn man den Griechengeschmack erkennt, könnte man meinen, dass Wok Dinge aus Griechenland eingeflogen hätte. Und einfach so dieser Moment, wo der Ripper ankommt mit diesem letzten Teil und einfach so, es ist fertig, wir haben alle Teile beieinander, wir können jetzt anfangen, es zu basteln und zusammenzubauen. Das war geil. Das war ein super Moment. Richtig geil. Wir haben in der Organisation Bauchschmerzen gehabt, immer wieder mal. Vor allem so der Moment, wo die Tickets so verdammt schnell weggegangen sind. Wir haben fürs Opening die Openings von 17 und 18 angeschaut und da haben wir dann gelernt, dass 2017 die Tickets irgendwie so 2-3 Wochen dauert haben, bis sie weg waren. 2018 waren es so 36 Stunden, bei uns waren es 120 Sekunden. Und so, wo man am Anfang gesagt hat, wir machen so 300, 400 Leute, auf einmal waren es 600 und es hat verdammt gut funktioniert. Ja, dafür, dass es spontan ein Drittel mehr wurde. Aber ich habe gehört, wir hätten unsere Location für 23.000, gell? Ja, hätten wir. So ein Kongresszentrum. Da haben wir aber keine Bilder vorbereitet. Okay, gut. Hatte schon Angst. Nur so kurze Info, es hat Teppichboden. Also ich finde das ja sehr bequem. Im Gegensatz zu anderen Kongresszentren, die sowas nicht haben. Ja, ich glaube, langsam ist gut.
Sonst sehen Sie das wirklich als Bewerbung, hör auf. Ich habe nichts vorbereitet, ich habe es angekündigt. Ja, das war eh alles. So, genau, richtig. Es gehört abgebaut. Ja. Unpraktischerweise hat die TU, ah ja voll, Supporters. Vorher beim NOC ist schon gesagt worden, NextLayer und Flex Optics haben uns unterstützt. Die TU Wien hat uns obviously unterstützt. Die Fachschaft Elektrotechnik hat uns unterstützt mit jede Menge Bierbänken und Dingen. Und uns haben auch Organisationen unterstützt, die namentlich nicht genannt werden möchten. Genau, also wir haben jede Menge Support aus allen möglichen Ecken gekriegt. Danke dafür nochmal, also wirklich einfach, dass die ganzen Sachen da waren. Und genau, was ich eigentlich sagen wollte, war, die TU hat morgen hier im Erdgeschoss eine andere Veranstaltung. Wir müssen den Teil morgen um 8 Uhr zurückgestellt haben und haben einen Schlachtplan dafür ausgearbeitet. Das heißt, das Hackzentrum muss quasi jetzt als nächstes weg. Nein! Warum immer ich? Also bitte baut eure Sachen im Hackcenter ab und meldet auch dann beim Dimi, der steht irgendwo draußen, groß, kurze, gelockte, leicht rötliche Haare. Moment, er hat mal gesagt, wo er steht. Ja, an der Bar. Vorm Ausgang. Der Dimi ist zu dritt und die koordinieren euch dann. Wir haben nämlich Sesseln aus verschiedenen Räumen ins Hackcenter gebracht. Die gehören sortiert, wir haben uns da was überlegt, die drei erklären euch, wie das geht. Es wäre urgeil, wenn alle ein bisschen anpacken, weil dann haben wir das tatsächlich heute am Abend erledigt und müssen nicht morgen extra nochmal oder eine Nachtschicht oder sonst irgendwas. Ja, ich glaube, traditionell müssten wir noch die nächste Location ankündigen, auch wenn ihr wahrscheinlich alle wisst, wo es sein wird. Und es ist Hamburg. Und ich habe jetzt den exakten Termin nicht, ich glaube 10. bis 13. April oder sowas. Ja. Also weniger als 365 Tage bis zur nächsten Easter Hack, das wird stressig. Sie haben auch schon die Location angekündigt, und aber ich habe es, glaube ich, vergessen. Kappennagel? Ja, .de, das ist sicher. Ja, danke nochmal an alle für eure verdammt geile Easter Hack. Danke für. Hackertours haben wir auch noch gehört. Alle möglichen Menschen sind zu Hackertours gekommen. Kannst ruhig sitzen bleiben, Hattie. Menschen haben Hackertours organisiert in der Stadt und in Schwechat draußen. Es ist sehr gut angenommen worden. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt und Dinge gesehen, die ihr sehen wolltet. Und auch neue Dinge, von denen ihr nicht gewusst habt, dass es überhaupt gibt. Solche Sachen. Jo. Also ich dann komm wenigstens auf die Bühne, dass man dich sieht. Also ich will mal bei allen Leuten bedanken, die zu den Hackathons aufgetaucht sind. Wir haben uns im Vorhinein beim Organisieren viele Sorgen gemacht, ob alle Leute auftauchen, wegen der Mindestanmeldezahl. Danke, dass ihr gekommen seid. Also nach fast alle Leute aufgetaucht, bei der Hackathon, bei der Unterweis sind alle aufgetaucht, die angemeldet haben. Danke dafür, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir haben euch interessante Touren ausgesucht und ja, danke fürs Mitkommen und hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich glaube, dann schließe ich dieses Easter Egg mit den Worten richtig geil.